Leute, hier sind wir auf der Unterbindung von den Two Epic Buddies und heute gibt's mal seit Ewigkeiten wieder ein Supply Drop Opening, denn es sind zwei Waffen dazugekommen, die M16 und die PPSA. Und wir haben uns gedacht, wir geben mal wirklich einen Versuch, wieder mal welche zu öffnen. Hoffentlich bleibt es nicht nur beim Versuch. Wir wollen auf jeden Fall die M16 und die PPSA haben. Ich fange einfach schon an und ziehe die ersten Cases und ich würde sagen, wir ziehen wieder alle gemeinsam. Genau, wir ziehen gleichzeitig nebeneinander und gucken, ob irgendwas kommt. Und genau. Leute, falls wir es nicht ziehen, wir wollen die Waffen trotzdem zocken. Das heißt, im Anschluss werden wir die auf jeden Fall noch probieren, egal was kommt. Aber ich möchte sie nicht ziehen. So, oh, komm schon. Ohne Witz, ich habe so Bock auf die M16. Ich habe mir schon ein paar Gameplays angeguckt und die Waffe ist so geil und so stark. So stark, ja. Und ja. Also, ich bin mal gespannt, wie sich die PPSA spielt. Wir haben ja schon mal einen alten Mod gespielt. Oh, ich bekomme den Spaten gerade. Oha. Alles klar. Hatte ich noch nicht, finde ich also auch gut. Ja. Aber wir haben ja die zwei Waffen. Ne, die M16 nicht. Die PPSA haben wir auf jeden Fall gezockt. Und zwar bei dem Call of Duty 3 Mod, oder? Was? Call of Duty 3? Boah, ich weiß gar nicht mehr. Oder Call of Duty 1 oder 2? Die PPSA gibt es auf jeden Fall im Zombie-Modus, das weiß ich. Und ich habe gerade auch voll Strecker gezogen als Nahkampfwaffe. Erst die gute Waffe, aber habe ich schon, also belastend. Ich weiß gar nicht, was mir für eine Waffe fehlt. Ich glaube, die zwei neuen Waffen haben wir nicht gezogen. Ja. Also die vom letzten, die seltsamen Waffen. Und ansonsten haben wir ja alles eigentlich. Ich meine, ich würde mich so freuen, wenn ich eine der Waffen ziehen würde. Das wäre zu geil. Bitte, absolut komm. Nicht gut aus. Ja, bei mir sieht es auch nicht gut aus. Und Leute, es ist wieder das perfekte Beispiel, dass das einfach nur Geld beim Fenster rauswerfen ist. Also ihr könnt doch hingehen und da jetzt das Geld rauswerfen. Aber wir wollen euch was Cooles zeigen und deshalb die Waffen jetzt ziehen. Und hoffentlich. Hoffentlich ziehen wir die, ja. Ich sag mal so. Ich glaube nicht, dass wir sie ziehen. Ich bin heute pessimistisch. Okay. Du bist heute der Optimist, oder? Und denkst, wir ziehen das? Na, ich wollte eigentlich schon sagen, es gibt so viele Waffen mittlerweile schon in dem Game. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir die beiden ziehen, ist bei quasi null. Aber ja, ich denke optimistisch, wir ziehen heute die Waffe. Ich will einfach die Waffe ziehen, deshalb ziehen wir sie. Das ist so einfach und ja. So einfach ist es, wird es aber nicht sein. Oh Mann, Leute, lasst auf jeden Fall jetzt schon mal ein Like da, wenn wir so viele öffnen. Und es zumindest versuchen für euch, okay? Ja. Ich glaube, dass es nichts wird. Ich glaube auch, dass es nichts wird. Aber weißt du was? Ich hätte nicht mal was dagegen, wenn ich die Waffe davor ziehe, also vom letzten Update, was es da gab. Okay. Die zwei seltsamen Waffen. Hätte ich auch Bock drauf, ja. Also warum nicht? Ich eigentlich auch, aber ich will die scheiß M16, Mann. Das ist halt so. So, komm. Ich bekomme nur Tarnungen. Ich habe bis jetzt ein Knife gezogen. Okay, und ja, ich auch. Ich habe auch eine Du auch, du auch. Und sonst? Okay. Ich glaube, den Rest habe ich nicht wirklich mitbekommen, falls ich was gezogen hätte, aber ich glaube, ich habe nichts gezogen. Nee. Ich glaube, eine Geste habe ich bis jetzt gezogen. Oh, da war epic, aber ist nichts. Weißt du, was das krasseste ist? Dieses scheiß Schwindlertarnung sieht immer geil aus auf diesen Vorschaubildern. Und aber die ist so hässlich. Das ist der hässlichste Skin, den es gibt, Mann. Okay. Aber da gibt's ein... Oh, Butterfly, alles klar. LV8 Basilisk. Das ist die neue Waffe, oder? Vom letzten Update. Ja, vom letzten Update ist das eine Waffe, genau. Aber die fand ich richtig kacke. Ich kann mich nicht mal drüber freuen, Mann. Ich meine, eigentlich... Das ist die Waffe, wo du drauf drückst und eine halbe Sekunde später schießt sie erst. So eine P06 in Kacke und als Sturmgewehr, kann man sagen. Aber, okay, zumindest etwas. Ich sehe es positiv, guck. Geht ja mal gut los. Ja, gut. Komm. Call of Duty, jetzt kannst du mir direkt noch die M16 reinschieben. Oh, okay, fuck. Nee, nicht. Jetzt war ich kurz gehypt, aber dann war es nur eine XR2. Schade. So, und... Ich wüsste nicht mal... Warte, sind die Waffen eigentlich episch? Ich glaube schon, oder? Ja, die sind alle episch. Okay, ja, dann komm. Dann möchte ich die schon haben. Ich bin jetzt bei der Hälfte. Wie sieht's bei dir aus? Ich habe keine Ahnung. Wie viel habe ich noch? 6700 Jahre bin ich auch ungefähr bei der Hälfte. Bist du auch bei der Hälfte. Genau, was, weißt du, was mich wundert? Was? Warum sind keine Nahkampfwaffen dazugekommen? Ich meine, irgendwas hätten die noch reinpacken können. Ja, aber beim letzten Update kamen doch auch keine Nahkampfwaffen, oder? Boah, oder? Kam da nicht die Schaufel? Ich weiß es nicht. Ich habe auch keine Ahnung mehr. Oder doch, der Pizzaschneider kam da, oder? Nee, der Pizzaschneider ist schon älter. Okay, ja, kann sein. Ich weiß es nicht. So, okay. Weiß ich nicht mehr. Ey, da ist schon so viel dazugekommen. Auf was ich noch unbedingt eingehen wollte. Einfach, weil es mich abgefuckt hat. Vielleicht habt ihr das Video gesehen, wo wir die 10 Dinge angesprochen haben, die Call of Duty zerstört haben.
Da gab es so dumme Kommentare schon wieder und ich glaube, wir hatten so 300 Dislikes auf dem Video. Das hat mich einfach abgefuckt. Da gab es Leute, die haben da wieder reingeschrieben, ihr feiert Titanfall, zockt aber Black Ops 3, wo ist die Logik? So, da denke ich auch, wir haben schon so oft erwähnt, dass Black Ops 3 wirklich eines oder das Lieblings-COD ist, obwohl es mit rumgejumpt ist, einfach weil es geil ist, ja? Und keine Ahnung, trotzdem würden wir einfach ein COD gerne feiern. Wir haben ja... Wo ich kann dir das mal kurz auch erklären. Wir haben ja da nicht für uns jetzt wirklich in dem Video gesprochen, sondern für die komplette Community, warum COD langsam weniger gespielt wird. Genau. Weil einfach so Dinge da auf uns zugekommen sind, auf denen einfach die Großteil der Community keinen Bock hatte. Ja. Ich glaube, ich habe was gelesen. Community, alles klar. Infinite Warfare hat die Hälfte der Verkaufszahlen von Black Ops 3. Und da kann man schon in gewisser Weise davon reden, dass es... Oh, ich hab den limitierte Camo bekommen. Bloody okay. Valentine. Wie geil sieht das denn aus? Das ist nicht epic, das ist limited. Das sieht richtig sick aus. Warte. Bekomme ich das automatisch für jede Waffe? Warte, ich muss das jetzt mal gucken. Ja, guck mal nach. Das ist richtig krass. Warte, ich pack das mal auf meine Oh Gott. Warte, ich pack das mal auf die Shotgun vom letzten Video. Ja. Das ist tatsächlich. Bin ich gespannt. Das ist eine animierte Kamera, wo einfach Blut runterläuft von der Waffe. Okay, nice. Fuck, sieht das geil aus. Warte, ich muss das noch auf dem MG? Ja, auf dem MG. Komm, da sieht man es wahrscheinlich besser. Ich glaube, ich habe sowas nicht gezogen. Oder mir ist nicht aufgefallen, kann auch sein. Ja, das wäre dir aufgefallen, glaub mir. Warte, auf der Peacekeeper vielleicht nochmal. Ey, das sieht richtig sick aus. Alter, das ist eine geile Tarnung. Das ist einfach eine blutverschmierte Waffe dann. Echt fresh, muss ich schon sagen. Habe ich jetzt nicht erwartet. Also wenn du die ziehst, freu dich drauf. Ja, bin ich gespannt. Wahrscheinlich schreibt gleich einer rein jetzt in die Kommentare. Hey Benny, du hast das bei Minute 2:30 schon gezogen. Nee, das hast du nicht überzogen. Das ist einfach so wie Epic. Nur ist das Bild... Oh, warte! Ich habe auch die neue Waffe vom letzten Ding gezogen, die Hilux 4. Oh, lol. Oh Gott, jetzt also, haben wir die auch. Die SMG von, da quasi. Genau. Okay. Die, war das nicht die, wo man, wenn man nicht mehr geschossen hat, dann hat sie erstmal so nachgeladen, Dingsbums? Ja, genau. Ich weiß nicht mehr. Okay, komm, wir brauchen jetzt die ganz neuen Waffen, Mann. Nicht die vom letzten Mal, sondern die ganz neuen. Echt so? Gibt uns die. Was auch dann noch, ich glaube, das war ein Kommentar, der hatte 30 Likes beim Video, wo wir diese Dinge angesprochen haben mit COD. Hat einer reingeschrieben, ihr, also wir jetzt, flamen ja nur COD, wenn wir kacken in dem Spiel sind. Da denke ich mir auch wieder, im Hintergrund, in dem Video laufen drei Gameplays. Einmal, glaube ich, eine 24er Gunstreak in TDM, dann war das Spiel vorbei. Dann einmal ein 11:0, wo ich nachgejumpt bin, dann war das Game vorbei. Und ich glaube, einmal auch eine 20er Streak und dann schreibt derjenige rein. Und 40 Likes bekommt der Kommentar, dass wir scheiße sind. Hey. Oder wir machen irgendein Live-Gameplay. Warte mal. Keine Ahnung, fast in jeder Runde nuklear. Wir sind scheiße, wir flamen, weil wir scheiße sind. Also so Leute, hey, bitte. Ja? Warte mal, ich habe gerade was Unglaubliches gezogen. Ich verstehe es nicht. Das ist ein scheiß Emblem. Und weißt du, was das ist? Nee. Das ist einfach nur grün. Was? Das ist nur die grüne Farbe. Läuft. Das hätte ich doch selber machen können, warum ziehe ich das in meinem Supply Drop? Ja, ich check's nicht. Also ich habe übrigens keine Krypto-Punkte mehr, ich öffne schon... du meinst keine COD-Punkte? Genau, ich öffne schon mit den Kryptos. Komm. Oh, ich habe auch sowas, roter Valentinstag, Tarnung limitiert. Ja, das ist sie. Jetzt verstehe ich, was du meinst mit, das kann man nicht übersehen. Man, wenn du das übersehen hättest, dann wärst du blind auf beiden Augen gewesen. Und gelähmt, Mann. Ja. Holy shit. Okay, na dann. Aber die sieht geil aus. Also, die sieht echt Bombe aus, ja. Kann man nichts dagegen sagen. Komm, ich bekomme nur noch Scheiße, Mann, das ist so lächerlich. Es gibt ja so neue spezielle Tarnungen, Gesten, die ich gezogen habe, die ich noch nicht kannte, die will ich mir dann auch noch angucken. Vielleicht ist da irgendwas Geiles dabei. Oh, also ich habe Dolch gezogen, habe ich schon. Ja moin. Weiter. Ey, komm schon. Abgehoben. Nee. Also, wie viele Kryptos kannst du eintauschen? Ich öffne gerade noch, ohne dass ich was eingetauscht habe. Okay, ich tausche gerade mal 436 ein von den Doppelten. Ja, ich muss auch eintauschen, ich habe keine mehr, also... Keine Kryptos, um die seltenen zu öffnen.
Tauschen wir gerade beide ein? Ja, wir tauschen gerade beide ein. Könnte also, ein bisschen dauern. Interesting. Ja, ich guck gerade noch, ob ich noch irgendeinen Kommentar finde, der mich auch abgefuckt hat. Genau, da schreibt einer, YouTuber haben alles kaputt gemacht, ihr Hurensöhne. Wahrscheinlich sind wir schuld, ja? Das ist, zum Beispiel, das ist bei Infinite Warf ist das das beste Beispiel. Wir laden 3-4 Videos hoch dazu. Keiner hat Bock drauf. Keiner hat Bock drauf. Video hat um die 55.000 Klicks. Wir laden Black Ops 3 hoch. Video hat 120.000 Klicks. Haben wir jetzt Infinite Warfare kaputt gemacht? Natürlich laden wir es nicht mehr hoch, wenn es keiner sehen will. Und dann... Ja, was soll ich dazu sagen? Nix, oder? Es ist halt... Es, keine Ahnung. Es war halt so, dass YouTuber schon ewig keinen Einfluss mehr so richtig haben auf das Game. Die YouTuber bringen immer das, was die Community am meisten sehen will. Ja. Und wenn es nun mal kein neues Game ist wie Infinite Warfare, dann sind nicht die YouTuber schuld, sondern die Entwickler, dass die ein scheiß Game gemacht haben. Ja, sehe ich auch so. Und keine Ahnung, Leute, wir reißen uns eigentlich wirklich jeden Tag für Call of Duty den Arsch auf und versuchen uns was Neues zu überlegen, was wir machen können. Weil, ja, 2 Jahre Black Ops 3 ist schon anstrengend. Es fuckt uns so ab, dass Infinite Warfare nicht so geil geworden ist, wie wir es erwartet hätten. Genau, da fällt mir das nächste ein. Wir haben ja bei dem Video erwähnt, dass man zum Beispiel das Infinite Warfare nicht mal eine Chance hatte. Ich glaube, wir und Fantu waren wahrscheinlich die einzigen überhaupt, die wirklich Infinite Warfare eine Chance gegeben haben. Aber dann, irgendwie zum Beispiel... Genau, wir wurden dann immer geflamed. Hey, ihr hypt schon wieder COD, im Endeffekt wird sowieso scheiße. Ich wette, genau, ja, genau. Der das reingeschrieben hat, hat jetzt reingeschrieben, dass wir COD Infinite Warfare nicht mal eine Chance gegeben haben. Da könnte ich wieder ausrasten. Das ist halt das Geilste. Wir haben gesagt, yo, es ist gar nicht so scheiße, das Game, und wir finden es richtig geil. Und die Leute haben einfach gesagt, hypt das nicht so unnötig hoch, ja? Das Game ist scheiße. Warum sollten wir dann diejenigen sein, die auf einmal COD zerstört haben, wenn wir sagen, das ist eigentlich gar nicht so scheiße? Ist so. Am Anfang. Und wenn keiner das Spiel zockt, können wir auch nichts dafür. Ich hätte es am Anfang wirklich versucht zu zocken, aber wenn keiner von meinen Freunden Bock aufs Game hat, dann zocke ich natürlich auch nicht. Die Leute auf YouTube, ihr wollt es auch alle nicht sehen. Es gibt keinen Grund, das Spiel zu zocken. Und dann gab es so viele Sachen, die mich mit der Zeit abgefuckt haben. Und dann wird halt das Spiel nicht mehr gezockt. Aber das haben wir dann nicht wir kaputt gemacht oder da, keine Ahnung, haben wir hätten dem Game wirklich eine Chance gegeben. Aber ja, und dann ja, muss man sich so Kommentare anhören. Wirklich. Nee. Was soll man machen, Leute? Also, wenn irgend so ein Retail jetzt dabei ist, schreibt bitte einen Kommentar. Ich werde mir jeden einzelnen Kommentar bei diesem Video durchlesen und dann outet euch einfach, dann kann ich euch gleich alle gemeinsam wegbannen. Ja, bitte. Ey, manche Leute haben wirklich ein Hirn wie eine Kuh beim Scheißen. Oder, keine Ahnung, eigentlich ist das Ziel wie eine Kuh beim Scheißen, aber ist ja falsch. Die haben ein Hirn wie eine Kuh beim Scheißen. Oh Mann. Das hier ist bei denen so scheiße, wie wenn eine Kuh irgendwo hinkacken würde. Nicht ziehen, Samurai-Schwert! Mit Ansage. Ja. Ja, mit Ansage, du hast es davor schon gesehen. Ich hab's gesehen, aber. Das hat man noch nicht ganz gesehen, okay? Aber ich sag's dir jetzt schon: die M16 und die PPSA, nee, das spielt's heute nicht. Das spielt's einfach nicht. Ja, das Gefühl habe ich mittlerweile auch schon. Es kommt nichts, Mann. Nichts. Ich will die scheiß Waffe, Mann. Ich kann nicht anders. Ich muss sie haben. Ja, ich meine, ich zieh nicht nochmal. Du hast keinen Bock drauf. Ich hab keinen Bock drauf auf 1 Stunden Supply Drop Opening und absolut gar nichts ziehen. Da habe ich auch keinen Bock drauf, aber wir sind erst bei 13 Minuten, also sind noch gut am Start. Oh Mann. Ich hoffe echt, dass ich dann noch was Geiles rausbekomme. Ja. Ich meine, es wäre geil, wenn einer von uns die M16 zieht und der andere zieht dann einfach die PPSH. Ja, finde ich auch. Wäre nice, wenn ich zumindest irgendwas ziehen würde. Aber ich muss schon wieder doppelt eintauschen. Ja, ich muss dann auch gleich doppelt eintauschen. Holy shit, also ich kann nicht mehr viel öffnen. Okay. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich weiß es nicht. Ich muss da gucken, wie viel da steht bei doppelt eintauschen. Das Geilste, was ich bis jetzt immer noch so krass fand, einfach. Irgendwann am Anfang von Black Ops 3 hatten die so gesagt, man kann nichts doppelt ziehen. Ja. Und dann hieß es aber, wenn ihr was doppelt zieht, dann könnt ihr wieder die Punkte zurückerhalten. Man bekommt einen Bruchteil von den Punkten zurück. Oh, und ich ziehe den Pizzaschneider. Okay, ich habe gerade mir dieses Tages-Bundle da gegönnt. Ja, habe ich mir vorhin auch gerade gegönnt. Mal gucken, aber war auch nur Scheiße drin. Kann ich das nochmal kaufen? Nee. Was ist denn im 6er-Pack? Es sind 6 normale drin, also es ist nicht empfehlenswert. Gönne ich mir trotzdem. Wer kann, der kann. Wie kostet vielleicht? Das? 45? Ja, vielleicht ist da ja was Gutes drinnen.
Guck, also legendär selten und normal in einer normalen Kiste, das kann ich so kacke. Oh! PPSH! Oh. In einer normalen Kiste! In einer fucking normalen Kiste! Was? Es ist unglaublich! Gönnt ihr auf jeden Fall auch ins Auge? Es ist Dreckspack! PPSH! Zwar keine M16, die ich mir gewünscht habe, aber vielleicht bekommst du die jetzt noch, aber zumindest eine der Waffen, okay? Hä, als ob du jetzt in den normalen einfach die PPSH gezogen hast. Oh Mann, ich pack's nicht. Geil, 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 geil. Ja, hat sich doch gelohnt. Holy shit. Ja? Ey, ist unglaublich. Ja, Mann. Ich könnte es jetzt negativ sehen, aber ich sehe es positiv. Ich bin ohnehin kein Bursts-Fan. Deshalb ist es gar nicht so schlecht, dass ich die PPSH gezogen habe. Ey. Dann ist der Positivismus wieder am Start? Optimismus. Hau da raus. Ey, komm. Bitte, dann gib mir wenigstens die M16. Ja, gönn dir die jetzt ein. Aber ich glaube, diesmal habe ich einfach das Pech, dass ich gar nichts bekomme. Ich hätte doch nichts dagegen, wenn ich beide ziehen würde, wenn ich ehrlich bin, ja? Ja, ziehst du noch, oder? Ja, ich öffne noch. Okay. Ein bisschen was geht hoffentlich noch. Wie viel habe ich noch? Ja, nicht mehr viel. Ich auch nicht, ich bin gleich alle. Okay. Wir sind alle Leute, kein Geld mehr. Mhm, wir sind broke. Wir sind broke, Mann. So. Fuck. Ich bin, glaube ich, jetzt gleich beim letzten Mal Kryptos eintauschen. 111 habe ich aktuell. Oh, warte, ich habe gerade eine geile Calling Card freigeschaltet. Okay. Eine animierte wieder. Sah fresh aus. Hey, bitte lass mir irgendwas Gutes da. Playdrops, ihr seid so kacke, Mann. Viele haben auch geschrieben. Ich habe... Ja? Hau du aus? Ich habe ja eine gute Waffe jetzt gezogen. Oder eine Waffe, die man halt so bekommen kann. Hat mich nur 100 Euro gekostet. Ja gut. Wie gesagt, ja, du kannst das Geld beim Fenster auch direkt rauswerfen. Aber ja, Leute. Das, was macht man nicht alles für euch, ja? So, jetzt nochmal zum Punkt, was ich noch sagen wollte. Viele haben auch geschrieben, hauptsächlich ist die COD-Community schuld. Ja, jein. Ich meine, irgendwie ist es klar, dass sich die Community ein bisschen verändert hat und dass alle am Tryharden sind und dass alle irgendwie besser werden, was eigentlich auch gut ist. Aber, ja. In gewisser Weise gebe ich euch recht. Aber nur in gewisser Weise. Problem ist, dass einfach viele retarded sind und so dumme Kommentare schreiben, wie ich es vorhin schon vorgelesen habe. Und die dann, wenn ein Trailer rauskommt von COD, direkt schreiben, das Spiel wird sowieso scheiße, ohne dass sie irgendeine Ahnung davon haben. Ja, ich bin noch anwesend. Noch am Leben. Ich habe nichts gezogen. Ich bin fertig. Ich habe auch nichts mehr. Bin auch perfekt genau jetzt fertig geworden. Ich meine... ja. Ja. Ich bin eigentlich ganz zufrieden. Ja. Du nicht. Nee. Ich gehe auf jeden Fall gerade in den Klasseneditor rein und da sehe ich die PPSH. Ja, sieht schon nett aus. So, willst du jetzt noch was öffnen oder soll ich jetzt mal eine Runde damit zocken? Also, ich würde fast sagen, wir zocken jetzt damit. Wir zocken damit. Ich zock damit, du nicht. Aul. So, also, was... Genau, join in meine Lobby, hopp. Nee. Soll ich alleine zocken? Komm, hopp. Ich brauche jemanden, der mich supportet. Wir sind ja scheiße in COD, wir können nicht alleine spielen, weil wir scheiße sind. Wir gucken uns das jetzt an. Wir zeigen jetzt einfach die Runde direkt her. Du bist da? Ja. So, wir suchen einfach TDM. Und man wird sich jetzt mal angucken können, wie scheiße wir wirklich sind. Warte. Wir suchen TDM, weil wir nichts können. Genau, deswegen. Das ist schon mal, ja. Ich meine... Man könnte jetzt eigentlich sagen, also eigentlich ist es so, jetzt lassen wir den Scheiß mal weg, wenn wir Herrschaft suchen, müssten wir jetzt 5 Minuten warten, bis wir eine Lobby finden. Na. Aber wir suchen jetzt einfach mal TDM. Aber wir sind ja so scheiße, dass wir nicht mal in TDM was reißen. Eins muss man aber sagen, bei TDM ist es auch so, deswegen machen das viele andere YouTuber so, dass da die Noobs rumlaufen, ja. Also die schlechteren Spieler. Einer im das ist tatsächlich so. Steht 17-6. Ja gut, so. Das ist nicht das Krasseste. Ich hab nur No-Hand-Klassen, was soll ich denn tun? Also ich habe eine PPSH. Oh Gott, habt ihr ihn gesehen? Da sitzt einer im Headglitch hinten. Beim Autotruck. Soll ich den holen? Oder sitzt er nicht mehr hier? In der Mitte ist einer. Da ist er. Oh Gott. Nein! Warum hat das keine Muni mehr? LOL! Und er hat Dripper. Okay, Magazin. Wie viel Schuss habe ich? 35 Schuss. Ah, die hat so eine hohe Feuerrate, okay. Ja. Waffe war instant leer, Mann. Ich glaube, die sollte man Magazin erweitern. Ja. Wie sehen eigentlich die Aufsätze auf der Waffe aus? Das gibt es das geile Trommelmagazin, was ich weiß.
Oh Gott. Nein, ja, aber ein LV-Visier passt doch gar nicht zu der Waffe. Beispiel. Oh Gott. Oh, stimmt, kann sein. Muss ich mir mal angucken, wenn ich wirklich ein paar Aufsätze frei habe dann. Oh Gott, der spielt Shotgun. Okay. Aber läuft ja ganz okay zumindest. Ey! Ich gehe jetzt dann, Mann. Ich bin jetzt zweimal geschockwaved worden, gehitwaved. Oh, hintereinander. Okay, belasten dann. Da ist die 5 zu 2. Na komm, reiß ein bisschen was mit der Waffe. Oh Mann. Oh Gott, wie die und? Alle schon wieder Shotgun und so ein Zeug spielen, das fuckt mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen ab. Bist du geh gespannt? Rein. Nee. Ey, ich staub mir, ich geh jetzt dann gleich. Ich hab beide Kills abgestaubt. Dafür habe ich eine Drohne für dich, okay? Und ich habe die PPSH auf Level 3. Was ich eigentlich auch ganz cool finde. So, dann hole ich mir den Kollegen. Nein, immer von hinten mit Shotgun. Ja, das fuckt wirklich an der COD-Community ab, dass die mit so Waffen zocken. Aber erstes Fazit von der Waffe, die ist auf jeden Fall ganz cool. Oh, ey, Mann, ey. Geil. Nee. Geil. Nee. Geil. Nee. Du hast gesagt, das passt schon so, oder wie? Wieder spawnt vor mir mit Shotgun. Das ist lächerlich, Leute. Oh mein Gott. So, aber ich möchte echt ein paar geile Aufsätze für die Waffe haben. Nein, nicht Donnergrollen. Und wie läuft's so? Ja, geht. Ist eine schöne Schwitzerlobby. Aber sonst, die Waffe macht echt Bock. Ich hätte die M16 auch noch gerne. Ja gut, hast du gesagt, du hättest die auch. Ja gut. Ich geh da mal. Ja, tschüssi. Übrigens, ich bin aus der Runde rausgequittet. Echt? Ja. Nice, ich hab's gar nicht mitbekommen. Ich hab's gemerkt. Oh Gott. Ich glaube, du hättest die Waffe auch gerne gehabt. Und Last Kill und TDM noch gewonnen, Leute. Ja, ich würde sagen, Waffe macht Bock. Wir hoffen, Supply Drop Opening und die Waffe hat euch gefallen. Lasst ein Like da, es ist Geldverschwendung, ja. Und ja, schreibt ein bisschen Feedback in die Kommentare, Hauptner. Hast du noch Bock? Bisschen Geldverschwendung. Ich würde sagen, Leute, haut einfach rein. Wir sehen uns beim nächsten Video und ciao. Ciao.